999.000 Milliarden Meter unter der Erde. Donut kommt, ihr wisst Bescheid, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt. Und damit gehört Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Donut County. Genau, ich habe mir mittlerweile sogar eine neue Trinkflasche jetzt geholt zwischen den Folgen. Weil einfach tot. Was ist mit mir? Niemand hat nach mir gefragt. Hat BK auch mit einem Katapult alles platt gemacht? Nein! Er hat mein Restaurant ruiniert. Dein Restaurant stinkt. Yeah, würde bei der Kontrolle definitiv durchfallen. Wie könnt ihr beide Salt und Pepper heißen und Suppe nicht mögen? Beruhigt euch, ihr Loser. Was hat BK mit deinem Restaurant gemacht? Nun, ich hatte da ein leichtes Ungezieferproblem. Ich war erschöpft vom Ungezieferfangen, also habe ich mir einen Donut bestellt. Cat Soup. Hier sind das Kakerlaken. Ja, tschüss. Ungezieferproblem gelöst, würde ich sagen. Was ist das? An Messbecher. Ich hab hier alles, oder? Ja. Wo geht's in den Store? Ah, ich muss wieder ein Loch. Ah, Topf plus Salz und Pfeffer. Moin. Ah! Ich verstehe. Wenn eine Kakerlake dran kommt, ist es vergammelt. Findet er gut? Findet er gut! Okay, also hier würde ich jetzt auch nicht gerne essen wollen, tatsächlich. Ich bin auch nicht so der Suppenfan, muss ich sagen. Aber gut, es gibt Leute, die essen mega gerne Suppe, aber ich weiß, es ist einfach überhaupt nicht mein Fall. Suppe ist einfach so langweilig. Das noch. Das Gebäude auch, ja. Das hier links, maybe noch. Ja. Die großen auch. Okay, wir haben unsere Lochgröße übertroffen, Leute. Scheiße. Es ist Silence. Und da haben wir es auch schon geschafft. Ja. Level 10. Wir haben den Quad. Hopter, melde dich im Raccoon-Hauptquartier zum Training. Oh yeah. Da schauen wir doch mal ganz kurz durchs Trashopedia. Ja, wieder viel. Wir haben auch ganze Häuserblöcke verschlungen. Have a garbage day, Leute. Einen schönen Mülltag wünsche ich euch auch. Wenn ihr auch einen Quad-Copter zu Hause habt, dann lasst jetzt ein Like da. Und wenn nicht, dann lasst jetzt ein Like da. Seid ihr so Menschen, die Drohne fliegen? Ich bin ja sehr begeistert von RC-Flugzeugen. Ich mache das ja ab und zu. Was heißt ab und zu? Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Es ist auch einfach zu warm zurzeit. Aber das, was das macht, mega Spaß. Morsel, den habe ich auch schon synchronisiert. Ich weiß aber seine Stimme nicht mehr. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung durch Cat Soup. Und das nur einmal. Ja, ich habe da mal gearbeitet. Ziemlich krasser Laden. Wow, alles, was ich tue, scheint allen geholfen zu haben. Es hat nur Unrecht gemacht. Okay, Leute. Wir alle wissen, Cat Soup war ein Loch, noch bevor es gelocht wurde. Aber zurück zum eigentlichen Problem. Ja, mein vollkommen zerstörter Quadcopter. Ja, warum hast du den kaputt gemacht, Mira? Ich wollte ihn nicht kaputt machen. Ich musste ihn kaputt machen. Ich verstehe es nicht ganz, aber... Oh, fliegen wir mit dem Quadcopter rum? Ooh. Ooh.
Schau mal. EK Squad. Wow. Oh ja, und das hier. Bist du eifersüchtig? Wow. Schau mal, wie schnell sich die Propeller drehen. Und so fliegt der. Kein Joke? No joke? Und ich brauche nur 12 Lieferungen, um ihn zu kriegen. Darf ich mal sehen? Klar doch. Okay. Sei vorsichtig. Vorsichtig, so. Ein bisschen tiefer. Hm. So? What? Was tust du denn da? Bist du irre? Wie kannst du mit diesem blöden Spielzeug angeben, wenn du es bekommen hast, indem du die Häuser unserer Freunde platt gemacht hast? Sie haben die Donuts bestellt, Mann. Ich gebe den Leuten nur, was sie wollen. Bringt nichts. Obviously. BK, wie lautet dein Passwort für dieses Ding? Ich glaube 0451. Ach nein, ich hab ihn in Bonky Kong geändert. Danke. Übrigens, weißt du, was am Boden der Löcher ist? Keine Ahnung. Was machst du da? Ja, eine Lektion erteilen. Ich trinke erstmal nochmal was. Es ist so immens warm, es tut mir leid. Oh, also wir sind jetzt, also wir steuern jetzt Mira und wir werden uns selber in den Abgrund werfen. Der arme Quadcopter. Nee, mit Drohnen. Also ich kann ohne Fliegen zumindest. Also mir wurde gesagt, ich bin ein Naturtalent. Ich habe das, als ich noch im Internat war, bei einem Kollegen, der hatte eine dabei. Ich habe das genommen und anscheinend bin ich extrem gut geflogen dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wie kann man denn mit einer Drohne abstürzen? So, es geht gar nicht. Die fliegt ja immer weiter, solange sich die Propeller drehen. Ja, Mira, jetzt fällt sie hier selber auch noch runter. Hier geht's nicht weiter. Der war schuld. Keine Ahnung. Ich musste es tun, Mann. Es gab keinen anderen Weg, zu dir durchzudringen. Du weißt nicht, wie es ist, etwas zu verlieren, das dir wichtig ist. Ich meine... Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Aber ich bin trotzdem wütend. Ihr liebt eure schrägen Müllhäuser und ich habe sie euch weggenommen, indem ich meinen Job machte. Ja, so ziemlich. Was schätze ich mal in dem Zusammenhang kein guter Job war? Ja, ich schätze. Nah dran. Wirst du uns helfen, alles aus dem Loch zu holen? Ach, Mann. Ist ja gut, mach ich. Wo fangen wir an? Ich hatte gehofft, du wüsstest das. Ja, tut mir leid, wenn ich den Eindruck gemacht habe, dass ich was weiß. Ich habe keinen Plan von gar nichts. Harry, du musst Pupp finden. Expecto Patronum, wenn ihr das schafft, Pupp zu finden. Dann könnt ihr ihn mit Avada Kedavra retten. Oh ja, Pupp. BK, kannst du auf meinem Tablet mal nach Pupp suchen? Klar doch. Tablet, bitte nach GPS-Daten für einen Heißluftballon mit einem Pupp suchen. Ich mach nur Spaß. Dieses Ding hat keine Sprachsteuerung. Weißt du, wer Pupp vielleicht finden könnte? Possum. Nein. Possum ist zu weird. Er ist weird, aber du musst zugeben, dass Possum recht hatte. Wer ist Possum? Die Erde ist hohl. Okay, also er hatte recht. Man kann nicht sagen, dass er nicht recht hatte. Weißt du, wo er wohnt? Kann ich ihn holen? Ja. Ich fahre einfach einen Donut. Zum verlassenen Haus. Natürlich hat Possum das verlassene Haus besetzt. Ich dachte mir das schon. Moin! So eine Horror-Stage, oder was mit dem Kiba? Warum fragen? Es ist so leise hier. Oh, eine Flashlight.
Oh, okay. Ah, wenn ich mich erschrecke, mache ich die Lampe aus, oder wie? Och man, das ist mega unfair. Was noch? Komm, komm, komm. Lecker, lecker, lecker. Njam, 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 njam. Ich habe keine Ahnung, was das sieht aus wie Dosen. Mach mal so eine Katze. Das sind Katzen? So eine Maske alleinstehend. So. Ich glaube, ich muss mehr reden. Ich glaube, das ist sonst langweilig, wenn man nur die ganze Zeit Tick-Tack hört. Aber das ist halt so, die Atmosphäre macht es. Ist entspannt, würde ich sagen. Da oben. Okay. Ich hinterfrage einfach mal gar nichts davon. Safe können wir auch mitnehmen. Natürlich, davon wacht man nicht auf. Der hat eine Kamera, finde ich gut. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mir irgendwann mal eine Kamera besorgen sollte. Ich weiß es nicht. Okay, cooles Level. Und zu guter Letzt das Haus. Das Haus. Perfekto. Ich muss ganz kurz auf die Zeit gucken. Wir haben noch. Ich gucke immer bei 10 Minuten auf die Zeit. Ist der Wahnsinn. Ich hatte recht. Ja. Hohle Erde. Occam Scalpel. Corona gibt's gar nicht. Ich bin jetzt ein Querdenker. Ich glaube, so schätze ich diese Person ein. Ich weiß es nicht. Aber die Erde ist flach, sagt er. Und hohl zugleich. Ist schon ein bisschen weird. Ja. Wie viele Stunden müssen wir uns das noch anhören? So, Possum. Weißt du, wie man Pupp findet? Pupp, vielleicht, wenn du den 1000 katalanischer Mauereidechsen folgst. Ich habe gehört, sie haben das. Ich habe gehört, dass die Bullen nach einem Hund mit Heißluftballon suchen. Bitte was? Wo ist der? Wir könnten das vielleicht herausfinden, wenn man den Waschbärpolizeiscanner hätte. OMG. Wo kriegen wir einen Waschbär-Polizeiscanner her? Der Polizeichef hat wahrscheinlich einen. Aber er ist heute in der Raccoon Lagoon. Hat einen freien Tag. Gehen wir ihm jetzt. Vermasseln. Mira, meinst du das ernst? Raccoon Lagoon? Der glücklichste Waschbärenplatz auf der ganzen Waschbär-Erde? Bietet klassische Musik und Wasserbomben. Raccoon Lagoon ist die Heimat. Der Wildwasserbahn Funflug. Und Riesenspaß für die Waschbär-Raccoon. Das ist keine Wahlbäcker. Ist Raccoon nicht auch Englisch und heißt Waschbär? Jetzt ist es aus mit dem Spaß. Ist ja gut. Aber du sprichst mit dem Polizeichef, wenn er hier unten ist. Woo! Oh, Disneyland oder was? Da gehe ich vielleicht nächstes Jahr auch mal hin. Wir haben... Oh, eine Wildwasserbahn. Oh, ich war im Europapark, wer mir auf Instagram folgt. Kstorm-YouTube. Also YT. Der weiß aus meinen Stories, dass ich im Europapark tatsächlich war. Und oh, da hätte ich wieder Lust hinzugehen. Einfach jeden Tag. So, wir fangen erstmal wieder mit dem kleinen Zeug an. Njam, 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 njam. Lecker. Holz zum Frühstück. Habe ich heute schon einen lustigen. Oh, nein. Ah doch, da sind Fische drin. Was? Was habe ich gemacht? Ich wollte einfach nur wissen, ob man das Wasser rausschießen kann. Was habe ich gerade gemacht? Ich esse jetzt erstmal das ganze Zeug, was es hier.
Das, ja. Ach, und dadurch fährt er hoch. Was das? Ah, jetzt fährt er durch. Hier noch ein Fisch. Ne, der hält hier an. Kann ich das? Ah, ich muss hier was hochfeuern. Okay. Ich sehe. Nein, vielleicht brauche ich das Wasser noch. Oh, hat sogar ein Foto gemacht. Ja, das macht die Dingsbahn in Österreich. Also halt im Europaparkbereich Österreich macht die das auch. Kann ich das nicht essen? Doch. Oh. Ja. Okay, wir können weiter. Ja, schön die Waschbären aufessen hier. Lasst ein Like da, wenn hier auch immer Waschbären zu früh ist. Wird so unlustig langsam. Was mit dem Wasser machen? Ah. Mehrmals? Zweimal. Oder hätte es auch einmal gereicht? Ist ja auch egal. Oh, Peng, Kablaum, Explosion und Feuerwehr. So, dann essen wir hier da noch ein bisschen was vom Disney Castle. Frage, wie komme ich an das Stück da hinten? Okay, ist nicht Pflicht, ist nicht Pflicht. Ich dachte schon nicht, dass ich jetzt irgendwie gesoftlockt bin in die Game. Ich komme immer gegen das Mikrofon. Hier gegen die ganze Zeit. Weil das genau diese Höhe ist, wo ich meinen Arm einfach habe. Ist suboptimal. Heißt suboptimal auf Englisch. eigentlich sind wir fertig mit der Folge für heute. Egal, machen wir heute eine längere Folge. Aber bevor wir das nächste Mal reinstarten, dann mache ich. Egal. Lebt er noch? Hol mir den Scanner, schnell. Jungs, ich könnte Ärger dafür kriegen. Trash King wird mein Tablet wegnehmen, wenn er das mitkriegt. Oh nein. Kriegst du dann auch noch Hausarrest? Wird er dich und all deine Freunde dann auch in eine finstere Höhle werfen? Okay, ich hab's kapiert. Possum, hast du irgendwas auf dem Scanner? Eine Sekunde. Ja, hab ich. Weiter Ärger im Hauptquartier von Raccoon. Tag 3 der Demonstranten. Sie haben jetzt individuelle T-Shirts. Ha, das ist es nicht. Die Ermittlungen laufen. Es wird nach einem Lieferwaschbären namens BK gesucht. Mist! Schalt's aus! Es muss auch Neuigkeiten über Pup geben. Bitte um Unterstützung auf der 405. Heißluftballon verursacht Stau. Das muss Pup sein! Ich hab's. Er ist auf der 405. Ja. Wir beeilen uns besser, BK. Die Bullen sind hinter ihm her. Die Bullen sind hinter mir her. Beruhige dich. Ist schon gut, Junge. Ich besuche dich auch im Gefängnis. Was? Ich weiß. Bin eine echt gute Freundin. Aber zuerst müssen wir da mal etwas abliefern. So, und jetzt. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns ganz sicher beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Und ciao, ciao, Leute.